Aus dem Buch Jesaja. Und weiterhin sprach der Herr zu Achas: Erbitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, sei es aus der Tiefe der Unterwelt oder hoch oben aus der Höhe. Aber Achas erwiderte: Ich will nicht bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sprach er: Hört doch, ihr vom Hause David, ist es euch zu wenig, Menschen zu beleidigen, dass ihr auch noch meinen Gott beleidigt? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und seinen Namen Immanuel nennen. Von Dickmilch und Honig wird er sich nähren, bis er das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen weiß. Liebe Schwestern und Brüder, der Ruf um Heilung und Erlösung gipfelt heute in dieser Stelle, die wir bei Jesaja hörten, die am Beginn des Matthäusevangeliums steht und ganz am Ende des Matthäusevangeliums anklingt, wenn Jesus als der Auferstandene den Jüngern sagt: Und seht, ich bin bei euch alle Tage. Aber wir stimmen heute Abend diesen Ruf an, nicht in einer satten, bequemen Selbstgewissheit, sondern wir rufen, wie alle diese letzten Tage schon: Komm! Komm zu uns, Immanuel! Das Versprechen Gottes gilt, dass er bei uns sein wird, aber wir rufen um ihn. Aus welcher Haltung heraus tun wir das? In einer Welt, wo wir jeden Tag neu feststellen kommen, sie meinen zumindest ohne Gott nicht nur ganz gut, sondern besser auskommen zu können. Das Zeugnis, das wahrhaft adventliche Zeugnis, liebe Schwestern und Brüder, ist eben nicht die satte, bequeme Selbstgewissheit zu behaupten, Gott ist bei uns. Das ist billig. Sondern der eigenen Sehnsucht Ausdruck zu geben. Deshalb ist der gesamte Advent Ausdruck und Einprägung christlichen Lebens. Das ist vielleicht das stärkste Glaubenszeugnis, das wir dieser gottlosen Welt geben können. Dass wir als Glaubende eine Sehnsucht nach ihm haben. Auch wenn wir ihn nicht, wie das heute immer groß geschrieben wird, erfahren und wissen, dass er da ist. Wir wissen es oft nicht. Und jeder und jeder von uns kann Situationen erzählen, wo es ihm oder ihr genauso geht. Aber dass wir Sehnsucht haben nach dem Gott, der versprochen hat, bei uns zu sein. Dass wir wissen, dass ohne ihn alles nichts ist. Und mit ihm alles zur Vollendung kommt, zur Schönheit. Dass wir nicht nur irgendwie Orientierung finden oder vielbeschworene Werte, sondern in ihm alles finden, dass sich nur in ihm unser Leben vollendet. Darum rufen wir, wenn wir diesen Namen nennen, Immanuel, der Gott, der mit uns sein wird, der sich herablässt, um unter den Bedingungen, unter denen wir so oft leiden, selber zu leben, zu sterben und aufzuerstehen, damit das Leben neu wird. Damit diese Welt wahrhaft neu wird. Thank you.
Rufen wir nach Jesus Christus, der Offenbarung Gottes für uns. Herr Jesus, Immanuel, geh auf über deine Welt, offenbare dich deinen Menschen, komm und erlöse uns. Immanuel,
suche deine Kirche gnädig heim, bringe alles Gute darin zum Erstarken und reinige sie vom Schmutz der Sünde. Herr Jesus, Immanuel, stelle dich den bedrängten Frauen, Witwen und Waisen zur Seite, erweise ihnen deine Hilfe. Tröste alle, die in diesem Jahr Weihnachten alleine begehen müssen, werde ihnen zum wärmenden Licht ihres Lebens. Immanuel, rufe junge Menschen, dir zu folgen, begeistere sie durch dein Wort und schenke ihnen geistliche Menschen an ihrer Seite. Jesus, Immanuel, lass Weihnachten für uns alle hier ein Fest der Begegnung mit dir und untereinander werden. Immanuel, sei den Toten, besonders Margot Trappen, Schwester Radigund Bauer und Resi Dii, ein gnädiger Richter.